So, da sind wir wieder. Der Onkel hier, hallo. Wir spielen wieder Jason. Kletterspiel. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Geil. Ja, nicht schlecht. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ich mute mal da hoch. Oh. Das war zu tief. Okay, geschafft. Geil. Puh. So. Dann schauen wir mal, was jetzt geht. So, ist das. Priti, ich habe noch nie so viele Menschen aus den Höhen kommen sehen und manche machen Halt in Niedrigwasser. Vielleicht ist meine Lage noch nicht so hoffnungslos. Das Meer sorgt für geduldige Herzen, wie meine Mutter zu sagen pflegte. Vielleicht werde ich es endlich jemanden kennenlernen. Ach, vielleicht werde ich endlich jemanden kennenlernen. Hier war die Auswahl nicht gerade groß. Abgesehen vom alten Jom vielleicht. Er bringt mir mit seinen Grübchen, den schwieligen Händen und seinem Karohemd, das er immer trägt, mein Herz zum Schmelzen. Jom, der Bäcker, ich hoffe, du machst Witze. Ich kann nie genau sagen, ob du mich auf den Arm nehmen willst oder nicht. Wie dem auch sei. Ich verlasse auch den Turm. Es tut mir leid, Bassa. Ich weiß nicht, wie ich es dir sonst hätte sagen können. Ich wünschte, wir könnten wieder unsere Karabiner einhaken, so wie früher, und anschließend auf den alten Pier auf Grund laufen. Ich wünschte, ich könnte dich überzeugen, mit mir zu kommen, aber so ist es nun mal. Ich gehe mit dem Nachbardorf. Sie haben einen Platz auf einem ihrer Steinchen für mich gefunden. Wir werden uns irgendwo unten auf der Ebene wiedersehen, oder? Sei nicht sauer auf mich. Ich werde deine Briefe vermissen. Ja, die hauen alle ab hier. Das heißt auf jeden Fall, wir werden hier niemanden treffen. Ist ja vielleicht oben noch. Okay. Ein Einklappen. Wo sind wir denn hier? Da geht's hoch. Cool. Die Sonne. Okay, anscheinend müssen wir da hoch, ne? Bild 3, Sonnenwende. Sagt sie, die Sunglaze ist wieder auf. Ja. Naja, soweit habe ich das schon verstanden. So, da gibt es eine Seilrutsche, geil. Dann rutschen wir mal. Ach, guckt euch das an. Das war früher alles Meer und da ist jetzt nichts mehr. Vöglein? Na, irgendwas muss es ja geben, wenn ein Vögel rum. Rentiert nicht, wir müssen nach rechts.
Der gute Reinhold wäre stolz auf uns. Wir sollten mal ein bisschen rasten. Mal einen Haken setzen, vielleicht hier. Das war ja klar. Was? Wenn die Sonne scheint, sinkt deine Ausdauer schneller? Alter, ich habe eh schon nicht so viel. Schon. Hoch da. Nice. Ui, von den Viechern die Wurzel. Oh, Herr ja, Brau. Uiuiuiui. Na hoch, ne? Haken. Passt ein bisschen. Dann war's gleich. Yes. Gehen wir darüber? Gar nicht. Müssen wir wahrscheinlich auch nicht. Könnten wir uns dann da. Ne, da müssen wir dann eh hoch wahrscheinlich. Gucken wir uns erstmal hier um. Okay, da sind Viecher. Logbuch: 12 Oktaven und 2 Sekunden nach der Saison. Wir haben es geschafft. Ich bin komplett ausgelaubt. Aber wir sind rechtzeitig angekommen und konnten uns der Expedition anschließen. Wir sind nicht viele, vielleicht eine Handvoll. Sieh dir an, wie dürr dieses arme Ding ist. Sie zittert ja wie eine Nähmaschine. Ich habe mich so schrecklich weit weg von zu Hause gefühlt. Die Stimmen waren aber eher ermutigend als spottend. Meine Bemühungen wurden gesehen und wertgeschätzt. Ich hatte keinen Atem mehr, um zu antworten, doch ich spürte, wie ein neues Gefühl in mir aufstieg. Ich war stolz, stolz darauf, es so weit geschafft zu haben. Immer noch erschöpft habe ich mich umgesehen. Jeder Einzelne hat alles hinter sich gelassen, um hier zu sein. Sie hatten ein Feuer in ihren Augen, den Wunsch, etwas zu ändern. Und ich war ein Teil davon. Das genüge, um mich mit neuer Kraft zu erfüllen. Alo und Becker haben uns mit offenen Armen auf ihrem sonnenverbrannten Hof willkommen geheißen. Sie waren emotional und die Stimmung war feierlich. Sie waren die letzten Bauern, die in diesem Gebiet übrig waren und diejenigen, die diese Expedition angestoßen hatten. Sie haben ihr ganzes Leben, leider erfolglos, versucht, gegen die Dürre anzukämpfen. Auf diesen Klippen wächst nichts mehr. In ihren eigenen, lustig anmutenden Worten wächst kein mickriges Plänzchen auf diesen hier Feldern nicht mehr. Ich hoffe, ich verunstalte den Hochfelddialekt nicht zu sehr. Dann hat Becker uns von ihrem wegmutigen Plan erzählt, zu den Wolken aufzubrechen und Wasser im Himmel zu finden. Bei ihren Worten kam Gemurmel in der Gruppe auf. Man sprach darüber, inwieweit es möglich sei, wie man am besten vorgehen sollte, welche Routen man wählen sollte und welche Gebiete meiden. Alo und Becker wollen Ballasts finden, wie sie weiter unten genannt wurden, riesige Kreaturen aus Wasser, die im Himmel leben sollen. Ballast existieren nur in Kindergeschichten. Tja, das ist, was ich immer geglaubt hatte, bis ich zu diesem Abenteuer aufgebrochen war. Sie sind Alos und Beckers letzte Hoffnung. Und ich fange an, ihnen auch zu glauben. Wir haben die Chance, den Turm zu retten. Es liegt an uns, sie zu ergreifen. Bianca. Jo, die kennen aus Kindergeschichten so Dinger und demnach versuchen sie
hoch zu klettern. Der nickt. Das wird schwierig, da muss ich mich beeilen, wenn alles, was in der Sonne ist. Na komm schon. Kletter. Okay. War knapp. Und dann? Wo müssen wir denn hin? Okay, ich setze hier einen Haken. Den drunter wäre geil, aber leer. Lande mal da. Weil da ist auch so eine Pflanze. Geil. Kann man da in Ruhe hochklettern. Da muss ich mich beeilen, das ist in der Sonne. Okay, geschafft. Ach, hier kann man sich festmachen. Ach geil, das füllt auch den Ausdauerbalken aus. Wie niedlich das Vieh ist, was da hinten rausguckt. Echt niedlich. Und dann geht's weiter. Oh, Alter, das ist eine Strecke. Oh, da komme ich aus der Puste beim Zugucken. Oh, wir haben es erstmal wieder geschafft. Okay. Hier ist sonst nichts weiter. Oder hätte man da runter sollen? Unsicher, weil hier führt auch keine Leiter dann mehr hoch. Okay, nice. Bittilittiti. Da kreucht und fleucht und was ist das? Riesenbart. Mucke ist schon sehr entspannt. Mal da hoch. Vielleicht muss ich mich erstmal sichern hier. Ich kann mich da nicht festhalten. Sind kaputt, die Dinger. Die Blume nicht aktiviert. Gut, dann werden wir schauen, vielleicht gibt es da einen anderen Weg. Wo müssen wir denn hin? Da drüben und da hoch. Prost Mahlzeit. Hier rumklettern kann ich
Easy peasy. Oh, geil. Aufzug hier. Das ist ja cool. Nein. Nein. Na, dann nochmal. Ich müsste mal öfter mal so einen Haken setzen. So, jetzt. Ah, da kommen neue Viecher. Nicht schlecht. Rasten, Haken setzen. Dann können wir da runter. Und darüber. Ich bin aber froh, dass das Seil lang genug ist. Und jetzt schon gelb. Ach so, jetzt sind wir da hoch. Da, wo ich... Naja, es wäre ja auch gegangen, hätte ich den erreicht, hätte man dann gechillt hochklettern können. Jut, jut. Logbuch, 12 Oktaven und eine Quinte nach der Jusson. So viele Menschen klettern von den Höhen hinunter. Ich fühle mich wie ein Fisch, der gegen den Strom schwimmt, wie in den Geschichten. Vor der Jusson waren wir den Gezeiten ausgeliefert. Ich kann mich daran erinnern, wie die alten Segelschoner riesige Wellen beschrieben. So wie jene, die die Menschen mit jeder Flut weiter nach oben getrieben hatten. Doch sie hatten selbst nie das Meer gesehen, wiederholten lediglich, was sie von ihren Alten gehört hatten, als sie selbst noch jung waren. Aber da muss ein Körnchen Wahrheit in diesen Geschichten stecken, oder? Das Meer hat die Klippen genährt und im Gegenzug haben die Klippen den gesamten Turm genährt. Wie dem auch sei, die Bewohner von Niedrigwasser haben ihnen genug geglaubt und sich auf die Suche nach dem Meer zu begeben. Ich habe auch überlegt, sollen wir versuchen, das verlorene Wasser zu angeln? Auf eine gewisse Weise ja, aber nicht indem man mit dem Strom schwimmt. Dank Alo und Becker habe ich jetzt die Antwort, wir müssen wieder zur Quelle gelangen. Wir haben unseren Schattenplatz mit einem Mann namens Zoi geteilt. Er war auf dem Weg nach unten zur Ebene und hat versucht, uns zu überzeugen, mit ihm zu kommen. Warum bleiben? Er konnte nicht verstehen, warum wir nicht gehen wollten. Ihr werdet aus diesen Feldern nichts mehr rausbekommen. Die Erde ist keinen Deut mehr wert. Er hat eine Faust voll Staub als Beweis in die Luft gehalten. Zoi hat sich wieder auf den Weg gemacht, wohingegen wir unsere Pause verlängert haben, ängstlich davor, wieder in die brennende Sonne treten zu müssen. Ich habe mich geweigert, ihm zu glauben. Seit wir aufgebrochen sind, fühle ich, wie ich den Turm neu entdecke, als hätte ich ihn nie wirklich gesehen oder gehört. Je höher wir steigen, desto stärker verändert sich meine Perspektive. Ich bin mir sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Bianca. Okay, aber wenn bis jetzt kein Wasser da ist, gute Bianca, dann hast du entweder nicht geschafft oder da oben war halt nichts, ne? Okay, da komme ich nicht dran. Alter, die Treppe ohne Geländer, das ist schon krass, ne? Guckt euch das mal an. So, und die meisten sind da in die Ebenen rein spaziert. Ja, das ist auch nicht geil. Hier kannst du mindestens noch in Schatten und noch eine Weile leben. Naja. An die Person, die die Karamellbrötchen in der Cafeteria vergessen hat. Ich habe es gegessen. Es tut mir leid. Nicht. Hier ist sowieso niemand mehr. Kass. Er hat die gefressen. Hier noch zu lesen.
Sada, was gibt es Neues? Hast du die Arbeit für uns? Die Aufträge werden immer weniger und das Geschäft in der Seilfabrik läuft mir deutlich zu schleppend. Ich fange an, mich zu langweilen. Ich habe alle meine Knoten aufpoliert und die gesamte Buchhaltung nachgeholt, die ich schon seit Zyklen aufschiebe. Und Ulf hat alle Maschinen abgestaubt. Jetzt sitzen wir hier und drehen Däumchen. Wir sind nicht gut darin, nichts zu tun. Schön zu wissen, dass noch jemand auf dem Turm übrig ist. Sada ist mit dem Strom gegangen, wie jeder andere auch. Ich weiß nicht, was sie in der Wüste zu finden erwarten. Da draußen wird sich die Sonne auch nicht mehr bewegen als hier. Wir brauchen keine neuen Seile, aber ihr könnt gerne vorbeikommen, wenn immer ihr wollt. Ihr werdet euch bald an das Nichtstun gewöhnen. Ihr werdet schon sehen, das kommt uns doch gerade recht. Dann haben wir mehr Zeit füreinander, Cass. Oh, die ganze Wirtschaft bricht so zusammen. Die haben alle keine Arbeit mehr, nichts mehr zu tun. Niemand braucht mehr irgendwas. So, da müssen wir hin. Achso, das ist wieder so ein Türmchen. Mal gucken, wie wir da reinkommen. Hier lang wahrscheinlich. Nope. Brella-Gazette, Ausgabe 21, 7 Oktaven und 3 Sechsten nach der Saison. Leitartikel: braunes oder schwarzes Fell, große Ohren, einen Hang zur Nervosität und Faulheit gleichermaßen. Es kann nichts alltäglicher sein als ein Koko. Zu langweilig und unbeeindruckend für ein eigenes Spezial, oder? Falsch, in dieser Ausgabe der GZ werden wir unseren Bestes geben, das Unbeeindruckendste beeindruckend zu machen, wobei wir mit dem unauffälligsten Geschöpf anfangen, dem Koko. Diese Säugetiere sind für uns zwei beinahe gleich auf zwei Arten nützlich. Sie legen Eier und kleiden ihre Nester mit Fell aus, was uns köstliche Speisen und dichte Wollknäuel beschert, nicht umgekehrt. Sie aufzuziehen ist jedoch nicht leicht, denn Kokos sind Ausbruchkünstler. Durch unseren Zutun oder eher unsere Nachlässigkeit nisten sie inzwischen überall auf dem Turm, obwohl sie ursprünglich aus dem Hochfeldregion stammen. Wussten Sie schon, Kokos arbeiten im Verbund zusammen, um ihre glänzenden Eier auszubrüten und die Jungtiere aufzuziehen. Manch einer würde behaupten, sie könnten dadurch besser ihre Nickerchen halten. Doch sehen Sie genau in den Jester, denn erleben Sie vielleicht eine Überraschung. Kokos lieben es, auf glänzende Dinge zu sitzen. Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über Kokos und ihre Gewohnheiten. Jo. Was Kokos auch immer sind. Davon wurde schon sehr viel gesprochen. Ich habe wahrscheinlich auch schon einen gesehen, aber ich weiß nicht, wie die aussehen. Kleine Viecher halt. Da rein müssen wir. Wie kommen wir denn da rein? Mal da hoch. Nope. Leider irgendwas. Nicht. Na, hoch kommen wir. Na ja, gut, dann gehen wir mal da hoch. Dum, di, 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 dum, di, dum, di, dum. Okidoki. Wieder mal geschafft, eine Runde. Das ist natürlich nervig, dass man auf der Sonne aufpassen muss. Gehen wir da dran. Und wo müssen wir hin? Dem Ding da? Nee. Da hinten, zu dem Felsen. Verdammte Axt. Yes. Okay, cool. Kannst du festhalten hier und gut. Gut ist.
Ist der hoch? Ich bin auf dem falschen. So. Okay, cool. Sind wir da richtig überhaupt? Ausdauer. Ach, da ist so ein. Geil. Da ist schon sehr großen. Huch. Nu? Aufs Windrad oder was? Okay, das ist zu viel. Nope, daneben. Ach komm schon, ich bin schon zu tief. Wohin ich jetzt? Okidoki, dann nochmal. Gar nicht so einfach. Boah, ja, jetzt. Wir haben es geschafft. Okay, da. So, da drüben setzen wir gleich mal einen Anker. Schwinge hier. Und jetzt wird das langsam rot. Jetzt haben wir es ja geschafft. Achso, da. Hui. Wieder so ein Ding. Schalte mal alle ein. Tja, dann gehen wir mal den Weg entlang. Also viel falsche Wege kann man ja nicht gehen, weil hier ist so eine Kletterpflanze. Okay, da können wir gleich nochmal gucken. Erstmal hier unten noch gucken, was alles ist. Wenn ich einen Sackgasse, dann was. Doch nicht. Ah, jetzt sind wir hier. Cool. Das seilen wir uns einfach ab. Nicht mal so einfach. Oh Scheiße, jetzt habe ich das Seil gelöst. Hoffentlich komme ich hier noch mal raus. Naja, werden wir gleich sehen, sicher. Schön ist das. Oh ja, hier ist ein Ausgang. Perfekt. Und jetzt, wo sind wir?
Hä? Da ist eine Pflanze. Und dann los. Den Aufzug. So, also jetzt sind wir wieder hier. Perfekt. Dann können wir gleich hier mit dem Aufzug hochfahren. Oh, schauen wir mal, wo es hingeht. So, wo sind wir? Hä? Okay. Da geht's hoch. Das war ein Fehler. Gott sei Dank habe ich gerade noch einen Haken gesetzt. Anderen Weg. Ach, da drüben wäre so ein Teil, ne? Okay, dann mal da recht. So, Haken gesetzt. Das will ich jetzt nicht. Das schaffe ich doch 1000 Jahre nicht. Vielleicht probieren wir es gerade einfach nochmal. Komm auch nicht mehr weiter runter. Okay. So. Da drüben ist eh so ein Knotenpunkt. Deswegen. Dann schauen wir mal, wo es so hingeht. Da rechts gehen würde.
Tja. Machen wir hier einen Haken. So, jetzt haben wir es gleich geschafft hier. Zu dem Fixpunkt. Sichern. Dann lösen. Zack. Da geht's wohin, wir müssen hier hoch, ne? Ja, geht schon. Bisschen Geduld. Immer weiter hoch. Also, kann ich mich runter. Das wird immer anspruchsvoller, ich merke hier schon. Amas. Nächster Knotenpunkt. Mega geil. Das Spiel macht echt Bock, muss ich ehrlich sagen. Wieder so ein Sicherungspunkt, geil. Verdorren in der Sonne, muss man sich echt beeilen. Sonst flatzt man ab. Komm, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich sehe die Kante schon. Nice.